Okay, Heiko, ich mache jetzt eine Roomtour von der Airbnb-Wohnung. Noch ganz schnell. Also hier haben wir ein Sofa, einen Sessel, einen Wandschrank, einen Mini-Balkon haben wir auch. Echt nicht schlecht. So, Heiko, dein Schlafbett ist auch, nee, Schlafsofa. Ist Mit auch, Klima. stimmt, Klima dahinter, damit du dann gute Junge, und hier sind leise Sofas schlafen mit kannst. Klimaanlage ausgerüstet. Ist so. Fernseher, alles dabei. Und eine Tür, die wir noch nie geöffnet haben vorher. Okay, Carlos entdeckt es. Was ist es? Was ist Also es? hier ist unser Weber-Grill. Oha, wir haben hier einen Grill. Wir haben hier einfach überall Weber-Grills. Wir hätten hier noch ein paar Tage länger bleiben sollen, Heiko. Weil Okay, Martin hier da ist das Klo, spannt. hier sieht man alles. Ah, Junge. Und hier ist ein Ehebett mit Klimaanlage natürlich wieder. Und Wandschrank. Du darfst noch ein Schlusswort sagen zu dieser Roomtour. Danke. War sehr nice hier, aber Jonas hat in sein Bett geschissen, deswegen müssen wir ganz schnell weg. Wenn du das hochlädst, dann schlage ich dich, Martin. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. For all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was trying to make some money to feed my daughter. To all my people in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know. Bald darauf standen Peter und Bob vor dem geschmolzenen Schloss. Die Nacht im Rache. Warum muss Justus immer das letzte Wort haben? From a common thief to up close and personal with Robin Leach, and I'm far from cheap. I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dope for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear, putting 5 carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool, cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, huh? And if you don't know, now you know, nigga. Nintendo, Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack. Now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the store. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right I like the life I live. Cause I went from negative to positive and it's all. And if you don't know, now you know.
Okay, wir fahren jetzt gleich U-Bahn in Toronto. Jo. Mit Heikos Cousine, die uns hier durch die Stadt führt. Sehr höflich. Okay, wir sind 100 Kilometer gelaufen, um die Train Station zu finden. Subway. Wofür steht das? TTC? Boah, hier kommt die warme Luft entgegen. Okay, Ticketkauf in Torontoer U-Bahn, einfach viel zu kompliziert. Group Day Pass, Gruppenpass nur für zwei Leute irgendwie. Dann gibt es irgendwelche Tokens. Okay, die kauft schon wieder uns alle Tickets. Junge, okay. Wenn wir einmal nicht aufpassen, gibt ihr ganzes Geld von uns aus. Okay, wir sind in der Torontoer Subway. Die Gänge sind einfach dreimal so breit wie Jonas. Please stand clear of the doors. Martin! Was? Hi Carlos, was ist daran besonders? Das ist einfach ein Pepperoni, Junge. Krass. Schon geil aus. 1-9. Okay, wir sind auf dem Weg zum CN Tower Restaurant. Boah, das ist ja richtig nobel hier, sieht das alles aus. Als ob das nicht, als ob das nicht 55 kosten würde, sondern da oben noch mit Steuern 200% einfach. Okay, gut gegessen, Glas gekauft, dass man irgendwie dazu kriegt. Und jetzt Glasfloor. Oha. Es geht einfach 400 Meter runter. Das ist schon, also... Bitte doch. Spring, Martin, bitte spring. Einverstanden. Gary Chan und Julie Wong. Heiko, ist das nicht eine wunderschöne Liebeserklärung? Ja, sollen wir auch unsere Namen da drauf schreiben? Ja, wir schreiben Heiko und Martin. Savannah.
Wir hätten das einfach ohne den Drink kaufen können für die Hälfte des Preises. So behindert. Egal, dafür hatten wir einen Drink. Voll geil. Druck auf den Ohren, ne? Ich höre noch nicht richtig. Das ist, oha, Jonas, ein Bierturm. Hey, für Geri und Alex. Ja. Du darfst eine Nachricht an Geri und Alex hinterlassen. Ich grüße euch, meine Boys. Hier ist euer gewünschter Bierturm. Junge, das sind die Spieler, ne? Da sind die Spieler drin. Ja, das ist einfach keiner drin. Jonas, was sagst du zu Jürgen Fritz? Gesund. Warum? Weil Hype da kauft, deswegen kann es ja gesund sein. Ja. Meine Haare. Was ist los? Nein, ja. Der Typ hat im Wagen einfach zwei Behindertenausweise liegen. Einfach hart behindert. Heiko. Was soll ich sagen? Jetzt film dich nicht, wenn du wohnst. Schwarzes Eichhörnchen. Da, es guckt. Es guckt. Es ist einfach so. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich filmen will. Das Eichhörnchen finde ich eigentlich spannender als irgend so ein Obdachloser. Junge. Ja, das ist nicht so voll, ne? Aber das ist... Ja, war schon cool. Aber das hat halt komisch geguckt. Da noch mehr. Von wie das geguckt hat, das so. Willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Hat so eine Nuss in der Fresse? So, was willst du von mir? Okay, also das Video, was ihr jetzt seht, ist von Jonas geschnitten worden. Ja, okay, viel Spaß wünsche ich euch. Mit so einem Dubstep-Remix im Hintergrund laufen und alles eskalieren. Mach ich einfach durch. Das ist locker richtig. Thank you. Der kann. Ich bin nach Toronto geflogen, weil es größer ist. Hier. Heiko, hast du dich zu rechtfertigen? Ich habe diesen Urlaubszettel ausgefüllt. Und ich habe gefragt, ja, wo soll ich denn jetzt abgehen? Chef und so haben alle unterschrieben. Ja, keine Ahnung, ruf mal Personalabteilung angerufen. Ja, keine Ahnung, sind sie nicht in diesem Zeittool drin im Internet? Habe ich eine E-Mail hingeschrieben? Die antworten so, nee, also ist okay, wenn du so ein Excel machst. Jetzt habe ich den Zettel bei mir auf dem Platz liegen und keiner hat sich dafür interessiert. Meine Überstunden und so auch nicht. Oder wie viel ich im Minus bin. Steht einfach nur bei mir in der Excel-Datei drin. Und dann auch ausgedrückt, unterschrieben sogar. Aber will keiner haben. Heiko fährt, bitte fahr aber schneller als 30.